Also jetzt mal ganz schön kurativ, angenommen in der Schiene. In dessen Inhalt ich besänge, dass ich höchste mich fände, Lügen, Elsass, Alassane und Tiesemit. Und im zweiten Teil der ersten Stufe dann würde ich zu Kubi Check den Bogen schreiben. Und damit meinte ich nicht nur die rhetorische Figur, sondern das Sportgerät, das Pfeile schießen kann. Juristisch nur die Grauzone erreicht, doch vor Gericht macht ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt. Also jetzt mal ganz spekulativ, ich nutze ganz bewusst lieber den Konjunktiv. Ich schriebe einen Text, der im Konflikt mit dem Gesetz behauptet, Gauland sei ein Reptiloid. Und angenommen, der Text gipfelt in einem Aufruf, die Welt von den Faschisten zu befreien und sie zurück in ihre Löcher einzuprügeln auf den Löcher, statt den Rosen auf den Weg zu streuen. Juristisch werde gerade zu erreicht, doch vor Gericht macht ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt. Das ist... Vielleicht habt ihr schon mal von Ken Nebsen gehört. Ein Dude, der sich über Zensur sehr laut beschwert. In einem Text von meiner Band dachte er, wird erwähnt und beschimpft und hat uns vor Gericht gezerrt. Er war natürlich nicht im Recht und musste dann die Gerichtskosten und Anwältin bezahlen. 15.000 Euro! Sommerurlaub gestrichen! Hoffentlich zeigt er mich an, dieser lächerliche Mann. Was dann passieren würde, ich kann es euch sagen. Juristisch werde die Kommission erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt. Das ist ein von der Kopfhörer geneckt. Ich wäre nicht wirklich Benjamin, wenn ich nicht Lust hätte auf ein Experiment. Mal die Grenzen auszuloten, was erlaubt und was verboten ist, will ich meine Meinung herziehen. Juden, Elsässer, es sei ein Tiesemit. Kumpel, checke, guck, dass ich nicht Bogen schieß. An der Tier, Menschen glauben, nur der da wahnsinnig ist. Gauland wird doch eher wie ein Nationalsozialist. Faschisten hören niemals auf, Faschisten zu sein. Man diskutiert mit ihm, ich hab die Geschichte gezeigt. Und man vertraut doch nicht auf Staat und Polizeiapparat, weil der Verfassungsschutz in NSU mit aufgebaut hat. Weil die Polizei doch selbst immer durch Gesetz von Nazis war. Weil sie Uwe Jalo gefesselt und angezündet haben. Wenn du friedlich gegen die Gewalt nicht ankommen kannst, ist das jetzt mit dir, dass du zeigen bleibst. Ja, juristisch war die Kaution erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt. Das ist alles von der Bundeswehr, alles von der Bundeswehr. Über alles von der, alles von der, alles von der, alles von der Kunstfreiheit gedeckt.